Tobias, das war jetzt das erste Spiel jetzt nach der Winterpause. Kaltes Wetter, Konkurrent im Abstiegskampf. Was siehst du für ein Fazit nach dem Spiel? Also ich denke, so die ersten 30 Minuten haben wir gut gespielt. Es waren schwierige Platzverhältnisse, auch wie du schon gesagt hast, Winterpause erst 2 Wochen her, seit wir Vorbereitung machen. Wir brauchen alle, denke ich, noch ein bisschen, um uns aneinander zu gewöhnen, um auf dem Platz hier gut zu spielen. Und ja, die ersten 30 Minuten waren stark. Danach haben wir ein bisschen nachgelassen, ist aber auch dem Platz geschuldet und dem Gegner, der ziemlich tief stand. Aber ich denke, mit einem Punkt jetzt mal in der Rückrunde zu beginnen, ist okay. Du bist ja jetzt in der Winterpause zurückgekommen aus Ersingen. Warst ja letzte Saison hier schon in Dietlingen, bist dann nach Ersingen gewechselt, wieder zurückgekommen. Kannst du mehr zu den Hintergründen sagen? Bei mir ist beruflich ein bisschen eng geworden. Ich studiere nebenher noch nach dem Arbeiten. Und wenn ich dann 3-mal in der Woche noch Spätschule habe und noch trainieren muss, das ist ein bisschen eng, um dann in der Landesliga da Vollgas zu geben und sich auch durchzusetzen. Und deswegen war dann für mich relativ schnell klar im Winter, dass der Weg zurück nach Dietlingen führt, wo einfach, wo ich das Umfeld kenne, wo das Umfeld auch weiß, wie bei mir die Situation aussieht. Und da kann man sich, denke ich, ganz gut absprechen. Und das war so mit der Grund, dass ich wieder zurückgegangen bin. Wie bewertest du jetzt die Vorbereitung in der Winterpause und was kannst du uns sagen? Weil ihr steckt im Abstiegskampf. Was für Chancen rechnet ihr euch aus? Was für Hoffnungen macht ihr euch? Also ich denke mal, ganz klar ist Ziel der Nichtabstieg. Wir haben viele Neuzugänge bekommen, viele junge, gute Neuzugänge. Das Training ist ein richtiger Dampf drin, also alle Jungs ziehen mit. Ja, wie gesagt, es sind gerade mal 2 Wochen rum, aber so wie die Tendenz zeigt, glaube ich nicht, dass wir im Abstiegskampf verlieren werden und dass wir auf jeden Fall den Sprung schaffen ins Mittelfeld und uns da in der Liga halten. Tobias, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Gerne, Dankeschön.